Was geht ab, League of Legends, Freunde? Wie viele Champions gibt es einfach? Das wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Und diese Frage hat leider ein kleines Problem. Es kommen immer neue Champions dazu. Denn was wir jetzt machen, ist also nur eine Momentaufnahme. Es kommen immer neue Champions dazu. Das ist der Vorteil von einem Online-Game. Meistens kommen neue Sachen mit der Zeit dazu. Also, ich zeige euch aber, wo ihr das selbst nachziehen könnt. Nämlich müsst ihr einfach nur auf Sammlung klicken. Wobei das ändert sich mit der Zeit immer so ein bisschen. Also je nachdem, wann ihr das seht, kann das schon wieder alles anders sein. Und hier in dem Fall ist Champions schon vorausgewählt. Und ich würde sagen, wir zählen einfach mal nach. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 sind in einer Reihe. 15, 15, 20. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 140. Ist witzig, dass es so passt mit diesen Fünferreihen hier. 140 Champions sind es im Jahre 2021 zum derzeitigen Zeitpunkt. Auch hier werden auf jeden Fall noch welche dazukommen, bin ich mir relativ sicher. Was eine viel spannendere Frage ist, wie viel gibt es von dem ganzen Zubehör, den Chromas und so weiter, weil so gesehen müsste es richtig, richtig viele Varianten der Champions geben. Ja, ich guck mal, kann man sich hier noch irgendwas Interessantes anschauen? Was kann man hier eigentlich anschauen bei Sammlung? Erreichte Meilensteine 0. Schade. Nicht erworbene Objekt. Warte mal. Oh. Haha, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen nochmal zählen. Ja, weil ich hätte das hier anhaken sollen. Also nochmal der Tipp. Ich habe zwar sehr viele Champions, aber ich habe nicht alle Champions. Das ist ja lustig. Deswegen müssen wir das hier nochmal neu machen. Und ja, let's go. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115. 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 154. Ah, also wenn ihr das sehen wollt, habe ich am Anfang nicht gesehen. Ihr müsst das hier anklicken, nicht erworbene Objekte anzeigen. Ich habe halt relativ viele, deswegen dachte ich, das sind alle. Aber ich habe auch nicht alle, merke ich gerade. 154 gibt es insgesamt. Ja, sehr interessant. Wie bereits gesagt, es kommen auch immer neue dazu, deswegen ist die Zahl halt eigentlich relativ egal. Und ich finde, das sind schon relativ viele, 145, wenn man das auf die einzelnen Positionen so ein bisschen analysiert. Finde ich, sollte man eher ein paar reworken, als jetzt ständig neue zu machen, weil so ziemlich. Also das Interessante ist an League of Legends, viele Leute mögen das Spiel tatsächlich eher auch wegen der Hintergrundgeschichte der ganzen Champions. Es gibt mega viele Leute, die spielen das Hauptspiel gar nicht, aber die feiern total die Hintergrundgeschichte von Yuumi oder machen gerne ein Cosplay zu Xayah oder so. Das finde ich ganz witzig. Oder zum neuen Champ, Viego. Das ist der neueste hier. Ja, aber es werden auf jeden Fall noch weitere kommen in Season 11, da können wir sicher sein und ja. Finde ich ganz interessant, wie viele Leute einfach nur diese Hintergrundgeschichten feiern und das Spiel eigentlich gar nicht spielen. Ich spiele das Spiel, könnt immer mal wieder ein paar Videos hier auf dem Kanal sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Wie bereits gesagt, ihr müsst das hier anklicken und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.